Raimund weiß, dass ich besser für ihn bin als dieses Modepüppchen. Die hat doch sowieso was zu verbergen. Was meinen Sie damit konkret? Na ja, ich habe sie doch erwischt, wie sie bei Ingrid im Schlafzimmer im Schrank rumgewühlt hat. Ach, so ein Quatsch, rumgeschnüffelt. Ja? Ich habe nicht rumgeschnüffelt, ja? Ich war nur in dem Schrank, weil das ein Spiegelschrank ist, ja? Und der einzige auch vernünftige im Haus, ja? Klar. Aber du willst doch nur die Ingrid gegen mich aufhetzen. Ach, mehr nicht. Das ist überhaupt nicht nötig, Frau Zülpich. Die Ingrid, die ist sowieso kein Fan von Ihnen, seitdem Sie da den ganzen Hof aufmischen. Frau Bär ist nämlich schlicht und ergreifend eifersüchtig auf Sie, weil Sie Ihren Sohn vollkommen für sich alleine einnehmen. Jedenfalls seid ihr auf den Hof gezogen. Ist noch Fragen an die Zeugin Zülpich? Dann, nein. Dann möchte ich mal mit diesem Jungbauern fortsetzen. Raimund Bär, bitte. Und Sie nehmen bitte an der Seite Platz, bleibt unvereidigt. Herr Bär, bitte nehmen Sie doch hier vorne Platz. Genau. Herr Bär, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Ihr Vorname ist Raimund, Sie sind 34 und wohnen in Wetter. Vom Beruf sind Sie Landwirt. Mit der Annette Lachen sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Das stimmt alles. Herr Bär, das ist die Tatwaffe. Mit diesem Spaten hier, den man dann wieder zurückgestellt hat, wurde Frau Zülpich am 16. September 2011 bewusstlos geschlagen und anschließend eingeschlossen in diesem Schweinestall. Von der Tat selber haben Sie nichts mitbekommen, denn Sie waren ja mit Ihrer Mutter auf diesem Fest im Ort. Das haben Sie auch schon bei der Polizei gesagt. Aber bei der Polizei haben Sie auch noch was anderes gesagt, nämlich an dem Vorwurf gegen Bärbel Wehmeyer sei gar nichts dran. Das macht kann sie auch sicher? Nicht. Die hätten sie erleben müssen. Die hat selber am ganzen Körper gezittert und gebibbert. Also meine Bärbel macht sowas nicht, das glaube ich nicht. Natürlich war sie das. Sie war doch nur eifersüchtig, dass du lieber mit mir als mit ihr zu diesem Fest wolltest. Sei doch ruhig. Das ist Quatsch, vollkommener Quatsch. Du kennst die Bärbel, die macht sich nicht so aus Partys und Feiern wie du. Die donnert sich nicht auf. Die läuft gern im Jogginganzug durchs Haus, liest mal ein Buch und hört Volksmusik. Für die ist der ganze Scheiß überhaupt nichts. Ja, und dann bleibt man halt auch daheim. Herr Bär, haben Sie gewusst, dass Ihre Mutter die Partnerwahl für Sie übernommen hat? Immerhin sind Sie 34 und... Das habe ich nicht gewusst. Und wenn ich das gewusst hätte, wenn ich mir das Foto genau angucke, dann müsste ich... Also nee, das weder auf meinem Mist gewachsen, noch wusste ich. Das war auch ganz schön überrascht, als ich dann da die... Meine Mutter mit den 5 Frauen da reinkommen, sie ein bisschen peinlich war das auch schon. Aber im Grunde genommen war ja ganz nett, ne? Jetzt habe ich mich gleich zweimal verknallt, ne? Ja, gleich zu haben. Gut, Sie haben ja auch genug zu verteilen, zu viel, genug Liebe zu verteilen. Ich möchte es mal so sagen. Aber ich frage mich trotzdem, warum Sie sich nicht einfach für eine der Frauen entschieden haben. Denn die Situation, die ist doch weit gekommen und die ist doch dann wirklich eskaliert, oder nicht? Wäre das nicht klüger gewesen, zu klüger sagen? Klüger mag ja schon sein, ne? Wenn Sie noch nie so eine Frau gehabt haben wie ich. Bisher ist das aber gar nicht so einfach. Sie haben da diese Bärbel. Einfach ist es nie. Ja. Ich sage ja, Sie haben da die Bärbel, die kann am Hof anpacken, die hackt Holz und kocht. Und diese Familienfrau, ne, so wie man sich ja am Hof wünschen will. Ne? Ja. Und ja, bei Lorena ist das so, ne, die hat mir ja auch die Haare so ein bisschen blondiert und macht mich so ein bisschen fesch. Bei der fühle ich mich wieder so jung, so... Ich war in der Schule schon kein so ein Flippiger, ne? Aber jetzt versuche ich das mal so ein bisschen auszuleben. Das ist auch so ein bisschen verführerisch, ne? Aber Raimund, sie macht aus dir einen ganz anderen Menschen. Das bist du nicht mit Strähnchen und alles. Ich mag dich so, wie du bist. Ja? Ja mit deinem Flanellhemd, mit deiner Latzhose, mit deinen Gummistiefeln. Und dann mit ihrem Namen immer Ray. Hallo? Wir sind doch nicht in Amerika. Na und? Ich nenne, wie ich will, ja? Ich hole eben das Beste aus dem Ray raus. Willst du mir das jetzt vorwerfen? Mensch, jetzt hört auf, euch zu zoffen. Ja? Dann, so langsam geht es mir aber auch gegen den Hut. Bringt doch alles nix. Raimund, sie meint es nicht ernst mit dir. Und außerdem habe ich sie doch mit einem anderen Mann im Heu erwischt. Wann soll das gewesen sein, Frau Wehmeyer? 3 Tage, nachdem wir auf den Hof gezogen sind, bin ich nachts runtergegangen, weil ich im Pferdestall was gehört habe. Ach. Ja, und dann habe ich geguckt, ja, ich habe zwar nicht viel gesehen im Mondlicht, aber ich habe genau gesehen, dass sie mit einem anderen Mann da rumgeknutscht hat und alles. Unglaublich. Was sagen Sie denn dazu, Herr Bär? Ja, ich habe ja gedacht, dass das hier zur Sprache kommt. Ich hatte, der Vorfall ist, sie hat mich ja angesprochen, ich bin zu Lorena gegangen, habe mit der gesprochen, sie hat gesagt, sie hat tief und fest geschlafen, jetzt muss man sich das vorstellen, ne? Bärbel ist zum ersten Mal auf so einem Hof, ne? Nachts mitten in der Nacht, der Mond scheint, die Pferde werden mal lauter komische Geräusche machen, die dann auch, kennt man ja alles nicht. Das Schattenspiel, wer weiß, was die da gesehen hat, ne? Aber nicht die Lorena, nicht, niemals.
Eben, das stimmt ja auch. Du hast dir doch nur alles ausgedacht, diese ganze Story, ja? Du willst doch nur ein Kalt zwischen mich und Ray treiben, mehr nicht. Also wie auch immer, wie hat eigentlich vor dem 16. September, als es hier zum Knall kam, der Alltag auf dem Hof mit diesen beiden Damen ausgesehen? Ich soll dir erklären, vorher war ja gar keiner da. Und dann kamen die zwei halt, also wie ich schon sagte, ne, Bärbel ist eine Urliebe, ne, die macht auch viel. Also sie hat gekocht, hat die Kühe gemolken, Holz gehackt, die hat alles gemacht. Ist eine Herzensgute. Lorena war eher so der, ich sag mal, defensivere Part, ne, die hat viel zugeguckt, ne, kam später dann erst zum Essen dazu, wesentlich später. Aber ich meine, geht ja auch nicht viel rein in das Persönchen da, ne. Wovon soll die auch Hunger kriegen? Hunger kriegt man vom Arbeiten und das hat sie nie gemacht. Mensch, Raimund, sie ist überhaupt nicht die Richtige für dich. Und außerdem tauscht sie gar keine Zärtlichkeiten mit dir aus. Hat sie dich schon mal in den Arm genommen? Nee, aber das hat auch alles seinen Grund. Wer da wäre? Naja, die Lorena ist, die hat keine Eltern, ne? Die ist weise und ist im Heim aufgewachsen. Und früher war das in Heimen noch ein bisschen was härter als heute. So was wie Liebe, meinen Arm nehmen oder so, das kennt die einfach gar nicht. Körperliche Nähe ist der so fremd, ne? Und deswegen sagt sie, sie müsste sich da erstmal dran gewöhnen, ne? Ach, schon gut, Ray. Ich hab jetzt ja dich. Ja. Herr Bär, wie war denn eigentlich so das Verhältnis zwischen Ihrer Mutter und den beiden Damen? Schildern Sie das doch mal. Ja, das war was, was mich auch so immer mehr bedrückt hat. Nee, die hat sich darüber aufgeregt, dass die zwei sich zoffen. Die zwei ließen mich mit ihrem Zoff nicht in Ruhe, immer nur Theater. Ja, und dann ist Mama auch ein bisschen zu kurz gekommen. Nee? Also ich habe mich ja wenig um die noch gekümmert. Nee? Vorher waren wir ganz alleine und jetzt waren zwei andere Frauen da. Ich habe für Mama gar kein Ohr mehr gehabt. Nee? Die Arztfahrerei ging dann auch nicht mehr so. Manchmal habe ich ihr absagen müssen. War alles nicht so schön. Es ist schon anstrengend, von 0 auf 100. Ne? Man sollte es erst mal mit einer probieren, aber wenn das halt so läuft. Noch Fragen an den Zeugen Raimund. Nein, danke. Nein. Dann möchte man Ihre Mutter kennenlernen. Ingrid Bär, bitte. Und Sie nehmen bitte an der Seite Platz, bleibt unbeteiligt. Frau Bär, kommen Sie zu uns, nehmen Sie Platz, setzen Sie sich und sagen Sie hier die Wahrheit. Denn wenn man nicht die Wahrheit sagt auf diesem Platz, macht man sie strafbar. Man kann immer dann schweigen, 55, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Frau Bär, Ihr Vorname ist Ingrid, Sie sind 55, wohnen in Wetter und sind Landwirtin auch von Beruf. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Um Gottes Willen, verwandt mit diesen Weibern? Im Leben nicht. Wir sind doch schon Thema Nummer 1 im Dorf. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht, ich höre es bis hier. Aber Sie sind ja nicht ganz unschuldig an dieser Situation, oder? Denn Sie haben ja diese Kontaktanzeige da geschaltet. Und haben Sie wirklich gedacht, Sie finden auf die Art und Weise die richtige Ehefrau für Ihren Sohn? Aber natürlich, aber konnte ich denn ahnen, dass mein Raimund gleich zwei Frauen einziehen lässt? Das war doch überhaupt nicht geplant. Und dass Bärbel Lorena umbringen will, auch nicht. Naja, Frau Bär, wir sprechen hier nicht von einem versuchten Tötungsdelikt. Also sonst hätte man den Spaten anders einsetzen müssen. Aber Körperverletzung und Freiheitsberaubung, die dann im Schweinestall geendet hat, auch das ist ziemlich gefährlich, das reicht mir hier an sich ja schon. Nur frage ich mich, warum Sie so sicher sind, dass es nur die Angeklagte gewesen sein kann, die Lorena niedergeschlagen hat. Gesehen haben Sie doch nichts, oder? Nein, gesehen habe ich es nicht. Aber das kann ich Ihnen genau sagen. Die Bärbel, die war sowieso eifersüchtig auf die Lorena. Ja. Nehme ich an, sie will ihn alleine haben, ihren Sohn. Genau, genau, sie will den Raimund für sich alleine haben. Und ich habe gedacht, endlich, wenn sie aussieht, hätte ich endlich meine Ruhe. Aber im Gegenteil, Tag für Tag hing die auf unserem Hof, um mit Raimund zu sprechen. Immer noch? Aha. Ja. Naja, und ich nehme an, dabei wird sie auch auf die Lorena stoßen, oder? Aber selbstverständlich. Und dann? Da ging der ganze Zoff jetzt schon wieder von vorne los. Was meinen Sie, was da los war? Und nach der Verhandlung, da sage ich Ihnen gleich, fliegt Lorena achtkantig. Mama, das kannst du nicht machen. Noch weiß ich überhaupt nicht, wen ich davon behalten will. Du kannst mir doch nicht einfach die Frauen wegnehmen. Erst bringst du sie mir und dann schickst du sie weg. Nix, Mama. Was meinst du überhaupt, wofür ich das tue? Wofür ich mir diese ganzen Scheiße antue? Nur dir zuliebe, mein Freund. Ja. Und solange wie du deine Füße unter meinen Tisch steckst, ja, tust du, was ich dir sage. Ja, aber Sie können doch Ihrem Kind das Spielzeug nicht einfach wieder so wegnehmen. Wissen Sie, was ich nicht verstehe, ist, wenn Sie überhaupt keine anderen Frauen neben sich dulden auf dem Hof, warum haben Sie denn eine Kontaktanzeige aufgegeben?
Ich habe eine Kontaktaufzeichnung aufgegeben, kann ich Ihnen ganz genau sagen. Bitte. Weil mein Sohn Raimund nämlich überhaupt nichts auf die Reihe kriegt, ja? Der und Frauen, um Gottes Willen. Hallo, Mama. Ja? Ist gut jetzt. Sie muss halt die Wahrheit sagen und dazu gehört auch, was sie denkt. Aber weiter, so, lassen Sie das. Das muss ja hier nicht sein, oder? Ja. Sie brauchen Enkel, oder? Genau, ganz also. Genau. Ich brauche einen Enkel. Ja. Für meinen Hofen, die wünsche ich mir schon sehr, sehr, sehr lange. Den haben wir nämlich schon seit 11 Generationen. Machen Sie mir das erstmal nach. Das werde ich nicht mehr schaffen in diesem Leben. Tja. Leider keinen Hof geerbt. Ja. Also er hat keinen Blick für Frauen, deshalb haben Sie es in die Hand genommen, nehme ganz ich an. Genau, richtig. Ich habe zwar keine Ahnung davon, ja, aber für die Jugend von heute, alle reden von Internet, da habe ich mir gedacht, versuch das auch mal. Da hast du mal die Finger von gelassen. Aber Sie haben ja eine recht aufwendige Seite im Internet gestaltet. Das ist mir auch aufgefallen. Also ich könnte das nicht. Hallo, haben Sie eine Ahnung? Wenn Sie wüssten, auf welchen Seiten ich überall gewesen wäre, würden Sie einen roten Kopf kriegen. Wahrscheinlich. Hätte ich nicht den Tobias gehabt, ja, unseren Pferdepfleger, ja, der mir gesagt hat, er hat selber so eine Seite. Ja. Wie auch immer, er sagt mir zwar, die wäre natürlich, um Kunden zu werben. Klar, sagt man ja so, ja. Hätte ich gewusst, dass das so ein Chaos gibt, ja, dann hätte ich die ganze Scheiße nämlich gelassen und hätte mit meinem Sohn allein auf dem Hof gelebt. Und Sie wollen ja auch unbedingt wieder alleine leben, denn die, auch die Lorena soll ja gehen. Was haben Sie jetzt eigentlich konkret gegen die Lorena, Zülpich? Lorena, das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Was? Erstmal ist die strohdoof. Mhm. Zweitens, man kann die überhaupt nicht kochen. Stellen Sie sich das ja mal vor, überhaupt nicht kochen. Dann hängt die nur vorm Spiegel, schmiert sich stundenlang Kleister ins Gesicht. Picasso würde sich freuen. Und Lorena zum Beispiel, ich habe das so Leuten hören. Im Dorf, kleines Dorf, da hört man ja so einiges, habe ich so Leuten hören, die hatte schon einige auf der Bettkante sitzen. Ach, das und sind glauben doch nur Sie Gerüchte. Mir, keinen einzigen hat sie runtergeschubst. Ja, das muss man auch nicht und unbedingt das kann machen. Ich meinem Raimund überhaupt nicht zumuten. Ah. Und wie ist es jetzt mit der Bärbel Wehmeyer? Ach du grüne Krawatte. Bärbel Wehmeyer, die ist anhänglich wie eine Schmeißfliege. Ja. Ach, dann kann ist sie auch doch nicht endlich, dann ist, überlegen Sie sich mal, die wohnt bei uns auf dem Hof. Will mir erklären, wie ich Gulasch mache. Mir. Oh, nee. Ich koche Gulasch seit 35 Jahren. Mindestens. Immer nach demselben Rezept. Ja, ja, ja. Und sind immer noch nicht Fleisch, fertig. Zwiebeln, lecker Soße und mit anschließend Toast. Ah, okay, gut. Und das hat immer allen geschmeckt. Das hat immer allen geschmeckt, oder Raimund? Ja, aber sie hat dir doch gar nichts getan. Sie wollte doch nur mal zur Hand gehen, Mensch. Laber, laber. Eben, ich wollte du, wenn man doch bei auch dir noch in der Küche helfen, rumspielt, Mensch, dann explodiert. Ja, 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 ja. Frau Bär, dass Sie die Lorena vielleicht nicht so richtig mögen, das kann man ja noch nachvollziehen. Aber meine Mandantin, das wäre doch eigentlich die perfekte Ehefrau für Ihren Sohn. Da haben Sie auch was gegen. Wissen Sie was? Sie sind eifersüchtig. Sie sind eifersüchtig. Da kommt Ihr Sohn mit zwei Girls plötzlich auf den Hof und Sie sind abgemeldet. Nach 34 Jahren spielen Sie plötzlich keine Rolle mehr. Das ist Ihr Problem. Aber wir haben es doch gerade gehört. Die Zeugin braucht einen Enkel als Thronfolger. Der Hof muss in der Familie bleiben. Das kann sie doch nicht selber kriegen, das Kind. Da muss eine Frau an Bord sein, oder nicht? Ja, genau. Auf wir haben gesagt, eine. Ja. Eine Frau. Und sie hat sich das vorgestellt, sie sucht sich eine aus und die ist nett und lieb und die macht alles und die meckert nicht am Gulasch rum und was kriegt sie? Zwei. So. Das wollte sie nicht. War ja auch nicht ihre Idee, war ja die Idee von einem Nachbarn, aber das hat ihr alles nicht gepasst und sie hat es ja gerade gesagt, da hätte sie lieber beide gerade vom Hof gehabt. Und dann musste sie erstmal eine loswerden. Und dann hat sie mit der Lorena eben angefangen. Ne? Und wenn dann die zweite gegangen wäre, hätten sie ihren Sohn wieder für sich gehabt. Ne? Das wäre schön. Aber das stimmt doch gar nicht. Nee. Natürlich habe ich die Schnauze voll von dem ganzen Theater. Aha. Aber deswegen haue ich doch Lorena nicht auf den Kopf und sperre sie im Schweinestall an. Hallo, in welchem Leben wir denn? Wo waren Sie kurz vor 21 Uhr, wenn ich mal dazwischen fragen darf? Das kann ich Ihnen genau sagen. Ich war in meinem Badezimmer, habe mir ein Bad einlaufen lassen und habe vom Beethoven die Unvollendete gehört. Anschließend habe ich mich schick gemacht und bin auf das Dorffest gegangen. Ah, komplette Antwort. Herr Bär, erzählen Sie doch mal von der unvollendeten Tat Ihrer Mutter am Tag vor dem Tattag. Stichwort Koffer. Herr Bär, erzählen Sie doch mal von der unvollendeten Tat Ihrer Mutter am Tag vor dem Tattag. Stichwort Koffer. Ja, die haben sich wieder gezofft, die zwei Hühner hier. Das nahm Überhand, Mutter richte sie immer mehr auf. Ich habe mir in den Stall verbisst, ich hatte die Schnauze voll. Da packt die Koffer und stellt die Koffer vor der Tür. Habe ich sie natürlich gepackt, wieder reingeschleppt und die Sachen in die Schränke geräumt. Weil dass die abbauen will, will ich als Letzter. Ja, aber ein besseres Zeichen dafür, dass diese Frau die beiden Girls loswerden wollte, das gibt es doch gar nicht, oder?
Und es hat dann nicht geklappt, weil was macht der liebe Sohn? Geht raus und trägt das alles wieder rein und räumt es sogar wieder in die Schränke ein. Also mussten sie zu anderen Mitteln greifen. Ich habe es ja gerade gesagt. Das war dann die erste. Also ich finde, jetzt fangen sie aber an zu übertreiben. Meine Mutter wird sowas im Leben nicht tun. Die tut ja keiner Fliege weit zu leide. Noch Fragen an die Zeugin Bär? Nein, danke. Nein, danke. Dann möchte ich den Pferdepfleger noch haben. Tobias Adams, bitte, nehmen Sie doch bitte neben Ihrem Sohn Platz. Die Zeugin bleibt unvereidigt. Herr Adams, bitte nehmen Sie Platz. Herr Adams, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar 55. Man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Herr Adams, Ihr Vorname ist Tobias, Sie sind 30 Jahre alt und wohnen in Wengern. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin selbstständiger Pferdepfleger und Reitlehrer. Sind Sie mit der Angeklagten verwandt oder verschwägert? Nein. Sie haben die Lorena Zülpich ja in der Nacht vom 16. auf den 17. September 2011 im Schweinestall des Hofes gefunden und der Familie Bär. Wie sind Sie auf sie aufmerksam geworden? Ich habe sie schreien gehört. Eigentlich war ich ja auf dem Hof noch mal, um nach dem kranken Pony zu sehen. Aber bevor ich nach dem schauen konnte, habe ich auf einmal Lorenas Brüllen aus dem Schweinestall gehört. Ich bin dann hin, habe die Tür aufgeschlossen und da lag sie dann zwischen den Schweinen, eingekauert, völlig unter Schock stehend. Hab dann den Arzt angerufen und an der Haustür der Bär ist dann so lange Sturm geklingelt, bis mir Bärbel die Tür aufgemacht hat. Zwischen der Angeklagten und der Geschädigten gibt es ja seit Eintreffen auf dem Hof, ich möchte mal sagen, einen ungewöhnlichen Konkurrenzkampf, weil beide wollen den Junior Bär haben. Können Sie das mal zusammenfassen, wie das da so abläuft? Ja, es gab ein Scheunenfest, auf dem Raimund Bärbel und Lorena kennengelernt hat. Ja, zu dem Zeitpunkt haben sich eigentlich beide noch ganz gut verstanden. Das war so meine Auffassung. Aber ich habe mitbekommen, dass die Bärbel beim Kuhmistchippen eine volle Schippe auf Lorena geworfen hat. Die hat mich provoziert. Sie hat zu mir gesagt, ich könnte ja bei den Schweinen schlafen. Wegen der Ähnlichkeit könnte man meinen, wir wären verwandt. Ja, ich meine, wobei Schweine ja auch recht intelligente Tiere sind auf der anderen Seite, nicht? Also wenig später haben sie sich jedenfalls, das habe ich gar nicht so verstanden. Sie haben sich dafür gerecht, indem sie zu diesen Schweinen gesperrt haben. Das glaube ich nämlich auch. Ich kann nicht verstehen, wie du Lori das überhaupt antun konntest. Du weißt doch genau, dass sie die Viecher nicht leiden kann. Herr Adams, hatte ich gerade das Wort Lori gehört. Kennen Sie und Lorena Zülpich sich näher oder ist das der Spitznamen von mir, oder? Ja, Lorena war vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren, bei mir und hat Reitstunden genommen. Das war auf einem anderen Hof. Die Reitstunden hat sie damals von ihren Eltern zum Geburtstag geschenkt bekommen. Moment, Frage 1, Reitstunden oder Reitstunden? Und Frage 2, wieso von ihren Eltern? Wir haben gerade von Herrn Bär gehört, dass sie im Heim aufgewachsen ist, dass sie keine Eltern hat. Was stimmt denn nun? Du Idiot! Idiot? Was ist hier los? Was hast du mit dem Lappen? Ach, mit diesem Pferdeflüsterer? Ganz bestimmt nichts. Ich werde nicht mehr. Hallo? Ich auf Raimund. Wie redest du denn hier über mich? Wieso regen Sie sich denn darüber so auf? Kann Ihnen doch egal sein, wie sie über Sie redet, oder? Warum geht Ihnen das so nah? Frau Wehmeier, könnte es vielleicht zufälligerweise der Herr Adams gewesen sein, den Sie mit der Frau Zülpich gesehen haben, da auf dem Hof? Ich kann das nicht genau sagen, aber es war Mitternacht und es war der Pferdestall. Mitternacht? Also das scheint ja so ein ganz beliebter Treffpunkt auf dem Hof zu sein, oder? War doch auch Mitternacht, als Sie sie gefunden haben im Schweinestall, oder? Das ist ja ein Zufall. Natürlich war das Zufall. Ich habe mich da sonst nie mit Lorena getroffen. Wer es glaubt, wird selig, ne, Frau Zülpich? Sagen Sie uns mal, haben Sie eine Affäre mit diesem jungen Mann und sich immer zu Mitternacht heimlich auf dem Hof getroffen? Was? Auf unserem Hof? Der darf doch nie wahr sein. Du hast mich doch nicht mit dem da betrogen, oder? Nein, Mausebär. Jetzt hör mir auf mit Mausebär hier. Du spinnst ja wohl. Ich glaub dir kein Wort mehr. Raimund, du tickst ja nicht ganz sauber. Ich habe es dir die ganze Zeit gesagt. Ja, Mama, dieses ist gut. Alte Luder. Ach, halt doch die Klappe, ja? Von wegen hier geräuscht. Ich kann mich gar nicht wieder. Alles halt die Klappe. War, du alte Kudo. Bitte, bitte. Oh, wird das jetzt ländlich da hinten. Und ich hab gedacht, du liebst mich. Ach. Echt? Jetzt lass mal aber die Kirche im Dorf, ja? Ich dich lieben? Wieso sollte ich dich lieben, bitteschön? Wofür denn?
Weil du ein Muttersöhnchen bist? Weil du nach komisch stinkst? Oder vielleicht wegen deinem Adoniskörper? Jetzt zeigst du mal das Gesicht. Frau Tülpich, das genügt jetzt so als Rache. Ne? Warum sind Sie überhaupt dort eingezogen? Wenn Sie von ihm ja nichts haben wollten. Und mit dieser Heimkarriere haben Sie sich ja gut aus allen Annäherungen rausgeredet. Ich sehe, Frau Bär, an Ihrem Gesicht, dass Sie die Frage noch viel besser beantworten können. Was mir gerade einfällt, ich weiß jetzt, warum Lorena auf unseren Hof gekommen ist. Ich höre, machen Sie nicht so spannend, Frau Bär. Oh, als Tobias mir bei der Kontaktanzeige geholfen hat, ja, da habe ich ihm, hat er mir von seinem Traum erzählt, dass er gerne Pferdegestüt eröffnen würde, aber dass er keine Kohle dafür hat. Ihm fehlt noch einiges. Und ich, Idiot, habe ihm erzählt von meinem Traum, dass mein Raimund seine Hochzeit und die Braut unseren wertvollen Familienschmuck trägt. Mama, was machst du für einen Mist? Haben Sie ihm den Schmuck mal gezeigt? Natürlich. Ich habe ihm sogar noch gesagt, dass der 40.000 Euro wert ist. Und dann habe ich ihm noch erzählt, dass ich den noch gut versteckt habe. Ja, auch wo? Hätte es mal besser gemacht, dann wäre der Theater schneller vorbei gewesen. Frau Tülpich, könnte es sein, dass in dem Moment, als die Bärbel Wehmeyer Sie da überrascht hat am Schrank hier von Ingrid Bär, dass Sie dann nach dem Schmuck gesucht haben? Du warst an meinem Kleiderschrank? Frau Zülpich, sind Sie nur auf den Hof gezogen, um den Schmuck zu suchen und den mitzunehmen und anschließend zu verkaufen? Oh, Scheiße. Sag doch auch mal was, du Waschlappen. Das war doch alles deine Idee. Meine Idee? Ja. Ich habe damit nichts zu tun. Also bitte schön, Herr Adams, wer soll Ihnen das denn noch abnehmen? Ich jedenfalls nicht. Ich kann das nicht glauben. Die ganze Zeit hängst du auf dem Hof rum für den scheiß Schmuck? Spielst mir die große Liebe vor und bist mit dem Lappen da zusammen? Zusammen? Mit diesem Waschlappen? Nee, ganz bestimmt nicht. Ich habe ihn halt wegen seiner anderen Qualitäten genutzt. Qualitäten? Und haben Sie sich in diesen anderen Qualitäten auszahlen lassen oder hat er Ihnen darüber hinaus irgendwas versprochen, wenn Sie bei dieser Geschichte mitmachen? Ja, 40% vom Erlös des Schmucks. 40%? Das hätten Sie ausrechnen können, wie viel das ist? Du altes Miststück. Und du, Tobias, bist fristlos entlassen. Ich will dich nie wieder auf meinem Hof sehen, du alte Socke, du. Also jetzt bitte, bitte, Frau Bär. Raimund, jetzt sei nicht so traurig. Ich mein's wirklich ernst mit dir. Ich lieb dich wirklich. Komm. Ach, weißt du, Bärbel, das tut mich voll leid, dass ich das alles so mit dich gemacht hab, ne? Ich hab einfach nicht gesehen, was eigentlich wirklich wichtig gewesen wäre für mich. Und der Tippe Huhn, die hat mich auch ganz doll gemacht. Boah, ich kann das nicht mehr hören, ja? Dann halt doch hier, du kannst doch dein stinkendes Walross hier haben. Ihr zwei passt perfekt zusammen, ja? Du blöde, aufgetakelte Tussi, was bildest du dir überhaupt ein? Hätte ich gewusst, was für ein Biest du bist, hätte ich die Schweine nicht gefüttert, dann hätten die nicht auffressen können. Ach, jetzt. Was heißt das, dass sie sie niedergeschlagen haben? Boah. Ja, hab ich. Und ehrlich gesagt, hat sie es verdient und ich bereue nichts. Das hast du ehrlich gemacht? Fassungslos. Nee, finde ich gut. Das wollen wir jetzt nicht vertiefen, ja? Noch Fragen an den Zeugen Adams? Nein. Bleibt unvereidigt. Nehmen Sie bitte hinten Platz, Herr Adams. Auch wenn Sie gekündigt sind, sollten Sie den Platz noch einnehmen, bis ich fertig bin mit dem Urteil. Anträge werden nicht gestellt, nehme ich an. Dann schließt die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt. Ja, der Herr Adams, Frau Vorsitzende, ist ein extrem cleveres Kerlchen. Verspricht ihr 40%, weil er weiß, bis er ausgerechnet hat, wie viel das sein soll, hat er das eh schon alles versetzt und ausgegeben. Und vielleicht, Frau Bär, einen tröstenden Gedanken, egal wie viele Frauen da auf Ihrem Hof ein- und ausgehen. Die Liebe einer Mutter kann ihm keine Frau ersetzen. Ihre Liebe mit Sicherheit nicht. Das wünsche ich ihm zumindest, Frau Vorsitzende. Es ist hier, endet das Bauerntheater, eine gefährliche Straftat gewesen, gefährliche Körperverletzung und eine Freiheitsberaubung. Geständnis ohne Reue, das Pinguin-Armbändchen hat sie sowieso schon verraten. Von daher war das Geständnis nicht mehr so viel wert. Es kam sehr spät. Deshalb ist die Mindeststrafe selbstverständlich zu erhöhen. 8 Monate halte ich hier für Tat und Schuld angemessen. Die sind zur Bewährung auszusetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Und viel Glück für die junge Liebe oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Frau Vorsitzende, Herr Staatsanwalt, ich sehe das etwas anders. Ich bin sogar der Auffassung, dass hier ein minderschwerer Fall vorliegt, und zwar aus folgenden Gründen. Einmal haben wir glücklicherweise einen geringen Schaden, denn sie hat ja nur eine kleine Platzwunde. Und zum Zweiten, das haben Sie ja eben selbst gesagt, es ist in der Tat ein böser, dicker Spaten. Das ist wohl wahr. Aber er ist ja zum Glück so eingesetzt worden, dass nicht viel passiert ist. Und dann bitte ich auch noch zu berücksichtigen, dass die Geschädigte ja eine gewisse Mitverantwortung für diese Eskalation trägt. Sie wurde ständig provoziert. Wir haben das hier im Gerichtssaal gehört.
gehört. Sie musste sich ständig anhören, dass sie ein stinkendes, fettes Walross ist, dass sie Speckröllchen überall hat, dass sie hässlich ist und was weiß ich nicht noch alles. Also das war bestimmt nicht schön. Und in dieser Situation sind ihr halt dann eben die Nerven durchgegangen. Und deshalb nehme ich doch an, dass hier auch ein minderschwerer Fall vorliegen könnte. Und ich bitte daher eine wirklich milde Strafe im ganz unteren Strafrahmen, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Vielen Dank, Frau Richter Wilding-Klingenberg. Frau Wehmeier, Sie haben das letzte Wort. Ja, Ingrid, ich hoffe, du gibst mir und Raimund eine Chance für unsere junge Liebe. Weißt du, Bärbel, ich habe mir die ganze Zeit das überlegt. Ich weiß jetzt, dass du meinen Raimund wirklich liebst. Das kriegen wir schon. Ja. Und bitte, aber tu mir einen einzigen Gefallen. Erzähle mir nie wieder, wie man Gulasch macht. Versprochen? Versprochen. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagte wird wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten verurteilt, ausgesetzt zur Bewährung und sie trägt die Kosten des Verfahrens. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Ihre Verteidigerin weiß das auch, dass das hier kein minder schwerer Fall ist. Und als ich vorhin das mit dem Gespaten gesagt habe, meinte ich das in Abgrenzung zu einem versuchten Tötungsdelikt. Denn wenn ich mit einem Spaten mit der Kante zuschlage, hat sie Schädeldecke. Das hat sie nicht gern und spaltet sich gerne, ja? Also das ist die Geschichte, also vom minderschwerer Fall kann man jetzt hier nicht sagen. Und die Provokation, da muss ich sagen, Kompliment an beide Damen. Da hat aber auch nichts gefehlt bei keiner von Ihnen. Herr Bär, wenn man gerade mal anfängt, mit Frauen durchs Leben zu gehen, sollte man wie immer im Leben klein anfangen. Ja? Man überhebt sich sonst. Ihre Mutter sucht natürlich was für die 12. Generation und dazu wünsche ich alles Gute. Gegen dieses Urteil gibt es das Rechtsmittel der Berufung oder der Revision einzulegen binnen einer Woche ab heute. Die Verhandlung ist geschlossen. Lorena Zülpich und Tobias Adams wurden wegen gemeinschaftlichen versuchten Diebstahls jeweils zu einer Geldstrafe von 2.000 Euro verurteilt.